Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Eni und herzlich willkommen zur ersten Folge der Serie Auf Riedle zum Titel. Ja, Freunde, heute ist es endlich wieder soweit. Die 9. Karriere von El Rille beginnt ab dem heutigen Tag. Seit über 9 Jahren zocken wir diese Reihe. 2015 hat alles angefangen und jetzt mittlerweile sind wir kurz vor dem 10-jährigen Jubiläum, was nächstes Jahr dann passieren wird. Ich freue mich wieder auf diese Karriere und bin gespannt, was wir dieses Jahr hier alles erleben dürfen, Freunde. Lasst alle einen Daumen nach oben da, wenn ihr El Rille vermisst habt. Ich will ja die 10.000 Likes sehen. Mal gucken, ob ihr das schafft auf dieser ersten Folge. Es ist unglaublich, was El Rille mittlerweile für eine Kultfigur oder ein Statussymbol auf diesem Kanal geworden ist. Das hätte ich niemals gedacht, als ich damals dieses Let's Play angefangen habe. Deswegen ist es einfach so ein Legenden-Let's Play und ich hoffe, dass dieses Let's Play genauso wird. Leute, wie gesagt, Daumen da lassen, checkt meinen Twitch aus. Dort haben wir El Rille gemeinsam live erstellt, wie jedes Jahr. Deswegen kommt vorbei, lasst dort ein kostenloses Follow da. Abonniert natürlich auch den Kanal. Und ich würde sagen, wir starten rein in die große Karriere des El Rilles. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Der Chat ist bereit für El Rille. Für meine Story. My Rise unleashed and unmoosed and busted. Get the fuck out of here, man. Ein Hero. Eine Legende! Kehrt zurück! Was geht ab, YouTube? Ernesto Alverde hier live aus dem Stream. Für eine Rückkehr eines Kriegers, einer Legende, die seit 9 Jahren am Start ist. Ladies and Gentlemen, here we go! Before a legend. Before a superstar. Vor einer Geschichte. Before a story. Die Gänsehaut. Before a championship victory. A record-breaking run. A jaw-dropping turn, there's possibility. Possibility, an opportunity to step outside of yourself and to step into something greater. Whether it's proving to the doubters that you have what it takes. I'm here, I'm doing the work. Wer bist du? Or proving to yourself that you know who you are and where you belong. We weren't asking for your permission. But to finish the story, you have to begin. And make it your own, from who you are. To the choices you make along the way. And replace possibility with legend, because this... This is your story. Das ist unsere Geschichte, My Rise. Boah, war schon geil, Alter, wirklich. Ich habe gerade schon leicht Gänsehaut bekommen, sag ich euch ehrlich, Chat. Also es gibt anscheinend zwei Storylines, die wir spielen können. Undisputed und das andere. Vielleicht kann man ja auch dieses Jahr eine gewisse Dame wieder an den Start bringen. La Rilla. In beiden gibt es zentrale Entscheidungen, die dich auf sehr unterschiedliche Wege schicken können. Und beide bieten eigene, freischaltbare Charaktere, Arenen, Kleidungsstücke. Spiele die beiden Stories jeweils mehrmals, um unterschiedliche Enden zu erleben. Oh, was machen wir denn jetzt? Es gibt Unleashed und Undisputed. Es werden beide auf diesem Kanal kommen. Beide werden wir zocken. Du definierst deine eigenen Regeln und die von dir gegründeten Wrestling Company ist die angesagteste Promotion in der Indie-Szene. Aber wenn du die Chance bekommst, dein Talent in der WWE zu zeigen, wirst du dein volles Potenzial entfesseln oder zögern und dich zurückhalten. Oder Undisputed. Roman Reigns gibt unerwartet seinen Titel ab. Beendet damit seine Rekordserie und räumt den Platz an der Spitze des WWE-Tisches. Nimmst du ihn ein und wirst du undisputed oder wirst du bei dem Versuch scheitern, aus Romans Schatten herauszutreten? Boah. Also das hört sich nach einer Story an. El Rille kommt zurück und Roman Reigns weg. Ach, Unleashed ist für Frau. Ja gut, dann hat sich das sowieso erledigt, weil wir machen zuerst die Männerkarriere. Undisputed, boom, the blump, hier. Oh, it's a comeback. Welcome to the bump and what is shaping up to be the most chaotic SummerSlam week in WWE history. I'm Byron Saxton. And I'm Kayla Braxton. Less than a week before defending the undisputed WWE Universal Championship against Cody Rhodes in a brand versus brand main event at SummerSlam, Roman Reigns shocked the world and surrendered his title. The head of the table said that he's been beating up Cody for years now and he has nothing more to prove. Now he's taking a sabbatical in Hollywood, to show his cousin The Rock that he will be a bigger superstar there too. With Roman SummerSlam in disarray and the draft set to begin the night after, Triple H called for a one-night WWE Universal title tournament with selections from the GMs of both Raw and SmackDown.
Raw GM William Regal named Cody as Raw's first entrant and said he was confident the title would be coming to Raw. But SmackDown's brand new general manager, The Miz, didn't find this The Miz awesome. Can work. He called the attempt to take his WWE Universal Championship to Raw nothing short of theft. And The Miz is in it to win it for his brand. He's sending a team of killers to bring that title home. Let's take a look. Kayla, we know what Braun Strowman brings to a fight. AJ Styles Strowman is always a threat. If you ask me, though, KO is the man to beat in this whole tournament. He's been hungry for the opportunity. Reigns has left him here. That sounds like he was waiting for crumbs from Roman's table, Byron. William Regal's entries are no slouches. Finn Balor was the first Universal Champion. Much of the WWE Universe believes this is Gunther's time. And Cody Rhodes has been looking to finish the story for a while now. Yeah. That last slot, though, Kayla, what is Regal's strategy there? William Regal still has one foot in developing young superstars. Raw's GM is going to make a match on the SummerSlam kickoff show for that last slot in the tournament. Your guy, Kevin Owens. I mean, I wouldn't call him my guy. Your guy is not going to know his opponent until the winner of that match, and neither will we. Jetzt geht es los. It's time for the beginning of El Rille. Wir werden ihn jetzt erstellen. Das ist El Rille. Das ist so ein bisschen sein Gesichtschat, oder? Ich würde sagen, wir nehmen den hier auf jeden Fall als Standardvorlage. Lucha Libre. Bruder, wer ist denn das? Vin Diesel nach Corona-Impfung, Alter. Das ist das Gesicht. Kommt es euch bekannt vor? Das sind die Ansätze. Oder einfach schwarz-weiß El Rille, einfach von 1950. So sieht er aus, als wäre er von Bollywood. Das ist eine gute Bräune wie Kevin De Bruyne. Ach du Scheiße, Bruder. Einfach Blade, einfach Metallzähne. Warm oder Karies? Macht ein Finisher Beißer. Der Beißer. Dass alle denken, boah, was hat er für geile Zähne. Er lächelt. Die Frauen kommen automatisch angezogen. Oh, El Rille, ich will deinen Schwanz lutschen. Einfach Vincent Kompany, wie bei The Rock. Wisst ihr, The Rock hat einfach Vincent Kompany da hinten gehabt. Das ist geil, so eine richtige BBC-Ader. Man merkt, er ist ein bisschen in sein Alter gekommen, aber er hat sich noch fit gehalten. Das ist wichtig. Er hat immer diese eine Augenbraue nach oben, so The Rock-mäßig. Bruder, einfach, was ist mit seiner Nase passiert? Ist einfach nach links gewandert. Er hat eine Bombe bekommen und sofort Nase nach links gewandert. Bruder, einfach Eierkopf. Ich schwöre es dir, einfach so ein Eierkopf. Jason Statham. Och, du, einfach Luftballon. Einfach Wasserkopf, Kanisterkopf. Die horizontale Streckung des Ohres wird wie eines Dumbos ausgeweitet. Und die Größe, meine Damen und Herren, wird wie von einem Dobby aus Harry Potter angepasst. Mit der vertikalen Streckung des Anuses. Platzierung nach oben, Platzierung vorne hinten. Aber wisst ihr, was gut ist? Der kann immer hören, wenn einer lästert über den. So, versteht ihr? Oder wenn die Fans irgendwas rufen, der hört alles. Boah, Junge, was eine plattgedrückte Nase von Schweinchen dick. Einfach Voldemort. Ach du Scheiße, die Nase einfach runterhängt. Diese Knuckleball von Cristiano Ronaldo damals. So. Was ist denn das, Digga? Warum sind hier Ronaldo und Messi, Alter? Wollt ihr mich verarschen? Bruder, was ist denn? Was ist das denn, Alter? Wieso ist auf einmal Ronaldo hier, Alter? Was hab ich verpasst? Boah, wenn du jetzt von der Seite guckst, der sieht wirklich aus wie Ronaldo, Alter. Guck mal, Messi, sein Gesicht einfach. Wie, der so, wie das draufgeklatscht ist. Das sieht aus wie so eine Gesichtsbemalung. El Rilles Gesicht ist fertig, meine Damen und Herren. Ja, was geben wir El Rille für eine Statur? Ich würde sagen, El Rille war immer einer, der gut durchtrainiert ist. El Rille auf 272 Kilo. Meine Damen und Herren, meint ihr, so können wir reingehen, Alter? El Rilles Comeback? Er war immer 1,80. Er war wirklich 1,80. Nicht wie dieser Ernesto Valverde, der immer sagt, er ist 1,80. El Rille ist wirklich 1,80. Hat El Rille, der hat nichts in der Hose, ne? Guck mal. Oder einfach Flachland, gerade runter, guck. Boah, einfach El Rille ist hier Dings geworden, Alter. Herkules. Boah, riecht, das ist eine starke Frisur. Wir machen so, Chat. El Rille ist ja ein bisschen älter geworden, deswegen. Junge, stell mal vor, du hast so einen Zopf mit so einer Lücke da hinten in deinen Haaren, Alter. Was ist denn das? Das ist die El Rille Frisur, oder? Das ist sie. Ja, Mann, das waren die Haare schwarz. Genau so. Das hatten wir gehabt. 100% das hatten wir gehabt. Diesen Strich. Boah, ist einfach ein Sith-Lord. Guck mal, diese Augen-Chat. Wurde einfach Zähne in den Augen. Das kann man mit Auge essen. Das ist eine schöne Augenfarbe. So ein dunkles Blau. Weil dein Rille ist tief wie das Meer. Bruder, was ein Bart. Der kann einfach Chicken Wings in seinem Bart verstecken. Ach du Scheiße, was ist das denn? Nennt ihn die Tentakel. Das ist der neue Style. Neuer Trend. Für 2024. Ihr lässt so eine Lücke und macht die Seiten so spitz. Oh, das ist die Narbe-Chat. Eieieiei. Der Rille hat sich für euch was Schönes hier
einrasieren lassen in die Brust. Ein schönes Haar. Boah, das sieht auch so aus wie Venom, Alter, ne? Boah, das sind so ein bisschen so Spider-Man-Vibes auch von hinten, ne? Guck mal, wie geil das aussieht. Guck mal, was der hier drauf hat, Chat. Krieger. Was steht da? The Bratwurst Rules? Ach, The Brawling Rules. Ach, geil, das ist einfach Bratwurst gewesen. Die war das, 100%. Alter, das sieht doch geil aus, oder? CR7 Unterhose. Das passt schon, das sieht geil aus. El Rille, die Schriftart. Boah, so sieht auch geil aus. So ein Feuerrot, oder? Was sagt ihr dazu? Ich finde, die sehen sehr geil aus. Die haben was. Die sind geil. Okay, jetzt gehen wir auf Einzug. Und jetzt bearbeiten wir unsere Einzugskleidung. Genau. Es gibt die Witze jetzt echt schwieriger. Es gibt so viel Auswahl. Einfach so mit Stoppschild, Bruder. Stopp, El Rille ist da. Boah, was sagt ihr eigentlich zu sowas? Ich finde sowas irgendwie geil. Das hat so ein bisschen Assassin's Creed Vibes, oder nicht? Doch, die war das. Das war diese Sonnenbrille. Wisst ihr noch, bei irgendeinem WWE-Teil sah El Rille aus ohne Bart wie Michael Scofield. Wisst ihr noch, mit der Cappy und so? Was meint ihr denn, diese Jacke in schwarz und hinten mit dem schönen R? Wisst ihr, wie das aussieht? Nur noch so, das sieht aus wie so eine Gucci-Jacke. Nur noch Gucci, Bruder, ich trage nur noch Gucci. Was sagt ihr, welche Farbe? Schwarz oder rot oder blau? Welche Farbe? Oh, schwarz sieht schon böse aus, ne? Aber rot sieht auch irgendwie echt cool aus, ne? Stimmt, wir haben dieses R immer selber gemacht, ne? Das können wir dann in rot machen, Chat, oder? So ist geil, guck mal. Leck mir doch die Sackeier. Sieht geil aus. Ja, was leckt deine Eier? Da brauchen wir eigentlich gar nichts dran ändern. El Rille ist der Stern. Junge, sieht aus wie so ein Bankräuber, Alter. Ja, und darum würde ich sagen, haben wir Regenkleidung und Einzugskleidung fertig. So, wir gehen weiter. Ready, let's go. Boah, wie geil, Alter. Undisputed, my rise. Die Story beginnt. Ihr seht jetzt im Stream den Start der Story. Don't blow yourself up, young man. You're apt to have a long night. Mr. Regal. Coming in early to help the ring crew, running the ropes while everyone else is still at the hotel, it makes an impression. Thanks. I do my best. Do you? What do you mean? Do you do your best? Apply yourself. You sound like my old math teacher. Well, you came to Raw more than a year ago now. And you've yet to make much of an impression. No titles, no great rivalries, a win-loss record with just enough victories to fly under the radar. Great pep talk? Let me finish. I see your potential. The question is, if you're ready to fulfill it. Das bin ich. I'm ready. Good, because as you know, there's a tournament for the WWE Universal Championship tonight. The final slot for Raw will be decided in a match on the kickoff show. One of the combatants will be Dominic Mysterio. Ach, du Heiliger. That young man has a future, a legacy, a name. The other competitor is you. Ich hab auch einen Namen. Thank you, sir. So much. I'll bring my best. Good man. See you do. You're the long shot of this whole night, my boy. You're the dark horse. The dark horse. Beat the odds. Schwarze Pferd. Überrascht die alle. Puh. Also, El Rille muss wieder reinkommen, trainieren. Er hat ein bisschen abgebaut. Hat über die Jahre hinweg leider einiges an Gewicht abgebaut, an Muskelmasse, aber er ist gerade auf dem Weg, alles sich wieder aufzubauen. Das Turnier um die WWE Universal Championship bei der Kickoff-Show für SummerSlam beginnt mit einem Qualifying-Match zwischen Dominic Mysterio und Superstar. Dark Horse dieses Turniers. WWE Roman Reigns, der wahre Underdog, ist Cody Rhodes. Ich garantiere, dass er meinen Undisputed WWE Universal-Titel heute nicht mit nach Hause nimmt. Social Media Feed. Mit einer weiteren Möglichkeit, in die Storylines einzutauchen. In deinem Social Media Feed siehst du neue Posts, in deinem Posting findest du Direktnachrichten. Genau, das kennen wir ja alles. Das sind ja ganz normal die ganzen Sachen hier, wo wir interagieren können und Sachen machen können, Aufgaben und so weiter. Vergiss nicht, was ich gesagt habe. Egal, was du bisher gemacht hast, heute Abend kannst du deinen Eindruck hinterlassen. Wenn du dein Bestes gibst, kannst du weit kommen. Egal, was wir bisher gemacht haben, Freunde, es zählt, was wir jetzt in der Gegenwart abliefern und nicht früher abgerissen haben. Mein Story Hub. Mit diesem Menü kannst du nicht nur auf Social Media Story, sondern auch deinen Look, Einzug personalisieren, deine Attribute verbessern, ja. Wir werden El Rille noch umbenennen. Er heißt jetzt irgendwie Superstar. Das können wir, glaube ich, aber noch umbeändern. El Rille, Einzugsname El Rille. Warum ist hier ein Foto von Messi drin, Alter? Einfach ein Foto von Messi wieder. Ich schwöre, überall taucht dieser Messi auf. Guck mal. Oh, oh, oh. Tschüss. So einfach. Sollen wir so machen, Chat?
Widerstand geht noch nicht, Freunde. Rage ist eigentlich geil. Rage und das zweite können wir machen. Comeback. Move Deep ist eigentlich auch geil. Er klaut ja den Move Deep, ne? Aber Rage ist auch geil. Der Rille ist einer, der immer öfter ausrastet. Deswegen machen wir Rage und Comeback. Lass uns, ich komm von dir. Wir machen einen Deal. Wir machen einfach Signature und Finisher, okay? Weil jetzt jeden einzelnen Schlag, ob der jetzt so schlägt oder mit Mittelfinger schlägt, das ist übertrieben. Das kann ich mal privat machen. Aber ich würde sagen, wir machen einmal Finisher und Signature. Ich nehme jetzt einfach den. Der sieht ganz geil aus, Chat. Der ist doch ganz cool. Der packt den einfach so einfach im Kopf und zack, schmeißt den so rum und macht so. Das ist eigentlich ganz gut. So, was nehmen wir als Finisher, Chat? Boah, der ist geil. Boah, der ist geil, der Finisher irgendwie. Weil er einfach so mit Kopf, dem einfach so einen Kopfnuss gibt, Alter. Komm, nehmen wir den Torpedo Moskau als zweites. Roll, 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 roll. Boah, der ist geil. Das ist eine Mischung aus AKO und Nico, wie geil. Bam. Pelé-Kick, ja, Mann, hier. Er ist eigentlich geil, so ein bisschen mit Fußball noch reingebracht. Wir lassen erstmal so, Chat. Wir haben jetzt genug, wir haben Rodeo-Bomben, wir haben Gute am Start. Wir können ja im Laufe der Karriere Sachen hier noch ändern. Da gibt es so viele Sachen. GG's in den Chat, wir haben jetzt, fast 3 Stunden hier einen Charakter erstellt. Seid gespannt, welche Kämpfe und Herausforderungen auf El Rille in den nächsten Folgen warten werden. Daumen da lassen, abonnieren. Fortsetzung folgt.